Hallo Leute und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Ich bin jetzt lange. Was Dings? Ich dachte gerade, was ist los? Bin jetzt hier lange zurückgeritten. Einigermaßen lange zumindest. Und gucke jetzt gerade kurz auf die Map, weil wir hatten hier eine Aufgabe eigentlich. Ich weiß nicht wo. Also es war halt dieses Zeichen, da bin ich hierher geritten. Und jetzt ist es weg. Toll. Okay, also heute ist schon mal so eine Party hier. Ah, okay, deswegen muss ich wahrscheinlich hier kommen. Ist hier? Mechanische Inferno. Okay. Achso, nee, interessiert mich nicht. So, setzen wir uns doch mal zu denen. Nee, ich kann mich nicht hinsetzen. Ochoa, darf ich mal Gitarre spielen? Ich kann das. Hey there. Ja, toll. Was kann ich jetzt hier machen? Oh, hier ist wieder der Typ. Vielleicht. Der ist nice für mich. Geh kurz mal zu meinem Schrank und guck mal. Geht auch nochmal mit zu singen anfangen. Coole Party, Alter. Coole Party. Dutch, wir müssen reden. Geht's hier nicht mehr weiter? Könnten wir auch noch mal kurz gucken. Der Bart. Gesamter Bart. Hallo? Achso. Ah, hier wollen wir mit dem Pfeiltasten. So sieht der übertrieben jung aus. So ist eigentlich ein bisschen viel. So, oder ungefähr. Können wir das machen? Dann machen wir mal, komm, scheiß drauf. Könnten auch nur ein Schnurrbart. Okay, nee, lassen wir. Dann haben wir das auch gemacht, dann pennen wir jetzt einmal. Schlafen. Morgen, einfach bis morgen. Dann gucken wir mal, was morgen auf uns zukommt. Schöner Sternehimmel. Weil wieder auch gerade aufgewacht ist. Oh, ich habe einen Brief bekommen. Dear Arthur, I've written this letter 100 times or more and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story, and not an interesting one. But I am here for now,
I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again, if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Okay. Die hatten wir schon mal, die kennen wir noch von früher. Ja, dann reiten wir doch mal zu der. Vielleicht ist es unsere zukünftige. Fände ich irgendwie cool, wenn wir da jetzt so eine Frau haben. Ja, ein bisschen random, aber wär irgendwie doch. Ja, Archer nicht immer so allein, obwohl. Da würde das Auto nicht mehr so passen. Was macht denn ihr, Alter? Morning, never. Alles klar. Okay, wir reiten kurz nach Valentine. Und dann sehen wir uns dort. Oh Gott, jetzt werden wir hier beschossen. Lol. Gar nicht gecheckt. Egal, komm, reiten wir einfach weiter. Das juckt nicht. Das Problem ist halt, wir haben ja wieder in Valentine haben wir ja wieder Kopfgeld. Mal gucken, ob sie wieder ausrasten oder ob es klar geht. Hier unten. Na egal. Valentine, $70. Alter. Ja, hab ich $70? Warte mal, geht es nochmal? Fett, lul. Oh. Arthur ist gut. Oh, das ging ja schnell. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich ja jetzt. Sie könnten jetzt denken, ich bin auf nettem Sinne hier, weil ich mein Kopfgeld abbezahlen möchte. Mache ich aber nicht. Ich reite hier nur vorbei. Gut, sie hat ja auch gesagt, das ist irgendwo auf einer Farm. Sie ist ja nur in der. War das? Geräusch. Sie sind noch in der Nähe von Valentine. Hier scheinbar. Okay. Schick auf jeden Fall. Nein, jetzt bin ich voll Schlamm. Fliegt das wieder ab, wenn ich jetzt hier so ein bisschen rumhüpfe und rumrenne? Das war unnötig, Pferd. Danke. Kann ich mich auch selber irgendwie reinigen? Oh, nee, Alter. Ja, hier so freundlichen Sinne. Naja, zumindest nur hinten, das sieht man nicht direkt. Klar. Voll Matsch einfach. Ja, direkt mit der Waffe kam sie raus. Hallo, Arthur. Mary. I heard you and your friends was around. I. Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, that's Corona. You've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Okay. Listen, Arthur, I'm my family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry.
I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Ja, wir helfen ihr doch. Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. Dann steigen wir auf und dann reite ich mal zu ihrem kleinen Bruder scheinbar. So Leute, wir sind gleich da noch kurz hier hoch. Ich weiß nicht, ist das jetzt so wie ein Kloster? So hoch oben und so. So, jetzt hat das Pferd keine Energie mehr. Ist super. Naja, wir werden sehen, was da oben so abgeht. Ich muss ihn ja scheinbar retten. Deswegen rechne ich mit Widerstand. Oh, das ist einfach ein Zelt. Wie enttäuschend. Was? Ich will mich jetzt verarschen? Wegen meinen kürzlich begangenen Verbrechen? So kürzlich ist es auch nicht. Ich bin ja jetzt nicht hier. Junge, willst du mich verkackeiern, Spiel? Ist ja gar niemand. Kann ich irgendwas? Nehme ich mal mit. Auf Ehre. Ja, kann ich da auch Pilze mitnehmen oder so? Nee. Okay. Ja, ich würde denen ja nichts mitnehmen, wenn sie hier wären. Wir müssen die jetzt irgendwie bestrafen, dass die mich nicht irgendwie akzeptieren wollen. Jetzt habe ich noch für Gegenstände irgendwie Dynamit oder so. Ich glaube nicht, auch ein Pferd. Hauptsache, da brennt noch ein Feuer. Oh, den Apfel nehmen wir auch mal mit. Gemahlener Kaffee nehmen wir auch mit. Why not? Ist, glaube ich, nix. Ja. So, hier. Was? Dosenerbsen. Jetzt Käse, warte mal. Nimm den Käse mit. Lecker. Käse. Das ist wirklich lecker. Ja, okay, warte, wir müssen jetzt kurz im Pferd gucken. Die Stoffmaske fürs Pferd. So große Stoffmaske hoch. Wolverhelm. Okay. Ab her den Winter. So. Hast du irgendwas? Weil ich, also ich meinte gemeint zu haben, dass wir noch Dynamit haben, weil der eine Typ hat uns ja doch damals, als wir den Zuge befallen haben, hat er uns doch so. Hat er uns doch Dynamit gegeben, oder nicht? Was ist das? Okay, go. Das Goldnugget. Okay, aber leider scheinbar doch nicht. Ja, habt ihr nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Denn ansonsten wäre jetzt hier alles weggesprengt worden. Können wir denen nicht sonst noch irgendwas verübeln. Nehmen. Was ist das, Tinktur? Ja, keine Ahnung, ja, was machen wir jetzt? Müssen wir uns jetzt einmal stellen, oder? Ups, das wollte ich gar nicht. Ach, geht auf die Karte. Müssen wir uns jetzt stellen, oder was?
ist das? Ah, das ist die Postkutsche. Alles klar. Aber sonst haben wir halt auch nichts zu tun, ne? Ich mag jetzt aber eigentlich nicht nochmal zurückreiten. Mich so ein bisschen. Emerald Ranch. Gibt's Emeralds? Nein, keine Ahnung. Okay. Was habe ich denn für ein kürzliches. Oh Gott. Kürzliches Verbrechen begangen. Verstehe nicht ganz, was er meint. Oh, hier besser nicht runter, ja. Das könnte tödlich enden. Naja, egal. Wir werden in der nächsten Folge weitersehen. Ob der dann hier ist oder nicht, das. Keine Ahnung. Oh, oh, Alter. Wieso fliegt denn das Pferd auch einfach um? Ruhig dich jetzt mal. Girl? Das ist doch ein. Ein männliches Pferd. Aber naja, ist doch ein Boy. Oha. Sieht geil aus halt. Okay. Ja, das war's mit dieser Folge Red Dead Redemption. Oder da hinten seht ihr wieder die Schneeberge. Red Dead Redemption 2. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Lonesome Cowboy.